Ja, hallo, herzlich willkommen hier auf meinem Kanal hier zu einer weiteren Folge meines Nostalgie-Projekts hier auf der alten Stein-Map. Ja, der Tank ist fast leer. Der Drescher ist voll. Ja, was haben wir gesagt, was wir machen? Wir fahren jetzt hier mal unseren Drescher einmal abbunkern. Und dann fahren wir auf die Tanke. So. Ja. Mal das Lur ausfahren. Mal abbunkern. Wenn man was auf 1 bei mir aufgeht, keine Ahnung. Oh, erstmal einen Schluck trinken. Kurz Quellwasser vom Berg. Ich kann es kaum glauben. Wir sind ja schon auf über 130 Folgen meines Nostalgie-Projekts. Ja, wie gesagt, also es gibt bald mal hier bald meine Pause von meinem Nostalgie-Projekt. Und dann kommt natürlich hier mal was anderes. Wie gesagt, ich möchte gerne mal mit neuen Maschinen mal spielen, mal ein bisschen Abwechslung reinbringen. Ja, jeder hat es doch gerne mal ein bisschen was anderes im Spiel. Ja, ich denke mal, ich mache mal was anderes, was ich eigentlich noch nicht gemacht habe, und das wird dann interessant. Mal schauen wegen Map und allen drum dran. Aber als erstes werden wir hier mal unseren Drescher mal auftanken. Das mal, ich glaube, das war die Tanke, die war hier hinten. Ich glaube, da hatten die eine Menol-Tankstelle, glaube ich, hier verbaut. Sowas in der Richtung, jedenfalls sieht es so aus. Ja, hier Menol. Wollen wir hier erstmal tanken. Das wäre auch ganz cool, wenn man da dynamische Schläuche verwenden könnte. So. Kostet es anständig Asche. Schau, was es hier ausmacht. 181 Euro. So. Tank voll. Schauen, ob wir hier rumkommen. Nö. So, dann jetzt wieder hier auf unser Feld und dann machen wir weiter da. Weihnachten steht auch vor der Tür. Ich hoffe, jeder hat seinen Wunschzettel geschrieben oder sich selber dann beschenkt, ja, so wie ich mich. Ja, ich habe mir vor Weihnachten, ja schon im November, mir gegönnt neue, ja, Festplatten, hammermäßig, zehnfacher schneller als wie die alten. Vielleicht habt ihr ja gelesen, ich habe das mal in einen Beitrag mal reingestellt, mal hier so den Geschwindigkeitsvergleich, das ganze andere Geschichte. Unten starten wir mal.
sind wir auch bald fertig hier mit dem Feld. Er hat zu spät eingeschlagen. Das passiert. Jetzt muss ich dann schauen, dass die Drescher mal laufen, nicht immer, dass ich selber alleine das mache, sondern dass also hier mal den Helfer laufen lasse, dass ich mehrere Sachen auf einmal mal habe, was ich hier mache, weil ich muss dann auch an Geld reinkommen, weil die Maschinen kosten ja auch Geld. Personal kostet zwar auch Geld, aber man muss jetzt mal schauen, dass man die Maschinen da bezahlt. Sieht man. Ja, es ist mit dem Geld noch nicht geworden, als man davor. Dadurch, dass ich ja getankt habe. Sind wir fast fertig mit dem Feld. Wahnsinn. So, das Feld haben wir jetzt schon mal hier fertig. Ich habe das irgendwie gar nicht mitgekriegt, dass hier ja, die Lohnarbeit hier fertig ist. Da müssen wir dann schauen. Dann schaue ich aber auch, bevor ich den Drescher woanders nachher hinfahre, ob ja, ich noch eine Lohnarbeit hier dann habe. Ah genau, die Meldung kommt erst, wenn ich das abtransportiert habe. Aber erstmal den Drescher mal auf diese Seite fahren da. Dass der jetzt nicht stört. Kann man ja nachher immer noch holen. So. Jetzt gucken wir erstmal hier bei uns in die Verträge nochmal rein. Gibt es hier noch was in Ernten? Sehen. Hier mal was mit Ernten. Was haben wir denn hier? Kartoffeln. Auch mal was. Das wäre auch nicht schlecht, Kartoffeln. Was haben wir hier? Machen wir erstmal was mit Raps. Dann können wir nachher noch auf Kartoffeln gehen, weil Kartoffeln, ich muss jetzt schauen, was ich da habe. Natürlich im Sortiment, bevor ich natürlich sowas annehme. Also wir akzeptieren hier das hier. Dann sind wir auf Feld Nummer 17 nachher aktiv. Jetzt natürlich werden wir erstmal hier unser Getreide hier abgeben. So, starten wir mal. Unser Punkt ist hier, hier unten, okay. Wo ist jetzt unser Punkt? Das habe ich gar nicht aufgepasst. Jetzt muss ich nochmal schauen. Wassermühle. Ja, Wassermühle. Ich finde, der sieht einfach nice aus hier. Das Gespann. Schönes Bild natürlich für unser Video.
So, jetzt gibt es ein bisschen eine Asche, ja. Und ein bisschen Geld noch bekommen, wie wir hier sehen. Das finde ich schon mal super. Ich hoffe, euch hat natürlich hier mein Let's Play natürlich gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann würde ich mich natürlich freuen, wieder, wenn ihr dabei seid. Und natürlich über einen Daumen nach oben. Hiermit sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Franz. Ciao, ciao.